wollte euch heute mal einen Look zeigen, den ich die ganze letzte Woche, nein, nicht die ganze letzte Woche, aber den ich dreimal in der vergangenen Woche getragen habe. Und wer mich kennt, der weiß ja jeden Tag irgendwie was anderes ins Gesicht, der Abwechslung halber. Und wenn ich von einem Make-up so begeistert bin, dass ich es drei Tage lang trage, dann heißt das schon was. Ich habe euch jetzt eine etwas gemäßigtere Version davon gemacht, weil ich hatte es auch schon mit dem Schwarz wirklich bis hier oben hingezogen. Aber ich habe gedacht, naja, da können die meisten von euch dann wieder nichts mit anfangen. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen downgegradet. Aber ich fand einfach dieses Blau, das fand ich einfach so super. Und naja, ihr wisst ja, Coco kann ich immer ohne ein bisschen Drama und Glamour. Und deswegen habe ich noch hier die falschen Wimpern aufgetragen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Tutorial. Ja, dann legen wir mal los. Also, wie immer habe ich Augenbrauen schon gemacht und ich habe auch schon Lidschattenbase aufgetragen. In meinem Fall die Urban Decay Primer Potion. Und was wir jetzt als nächstes nehmen, ist eine dunkelblaue Lidschattenfarbe. In meinem Fall ist es jetzt ein Pigment von Sleek. Die habe ich jetzt ganz neu bei mir im Shop. Da solltet ihr mal gucken. Und es gibt auch auf dem Frag die Gurus Blog schon Swatches von allen Pigmenten, das packe ich euch hier unten in die Infobox. Und dann nehmt ihr euch einen großen Pinsel. In diesem Fall ist es zum Beispiel die Lidschatten Liesel. Das kann aber auch jeder andere Lidschattenpinsel sein. Es geht nur darum, dass der eine große Fläche hat, wo ihr das Pigment dann sehr schön aufdrücken könnt. Und weil Pigment ja meistens so ein Fallout verursacht, trage ich das feucht auf. In meinem Fall jetzt mit Fix Plus. Ihr könnt es aber auch ganz normal mit Wasser machen. Also ich mache dann einfach den Pinsel etwas feucht. Und gehe dann in das Pigment und nehme mir wirklich super, super wenig. Und was ich dann immer noch mache, ist, dass ich das in dem Deckelchen so ein bisschen stüpsele, ist das ein Wort? Auf jeden Fall das dann so in den Pinsel richtig einarbeite. Das verhindert dann auch nochmal Fallout. Dann habt ihr da so ein bisschen so eine Paste drin und dann könnt ihr das aufs Auge auftragen. Also ihr müsst mal gucken, wenn ihr so Pigmente verarbeitet, feucht, da kriegt ihr dann ganz schnell eine Erfahrung, wie feucht oder wie trocken soll das sein. Also es soll nicht zu trocken sein, nicht zu feucht. Ja, da könnt ihr jetzt super viel mit anfangen. Ne? Probiert es einfach mal aus. Also wenn es halt zu feucht ist, dann läuft euch das vom Auge weg. Und wenn es zu trocken ist, dann könnt ihr das nicht so schön auftragen. Dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Dann nehmt ihr euch einen sogenannten Pencil Brush. Da gibt es zum Beispiel einen von Sigma. Ich nehme jetzt meinen von Bobbi Brown, weil ich da noch die Farbe dran habe, vom letzten Mal tragen von dem Make-up. Das hat mich ja echt so geflasht, das war echt der Oberhammer. Das nehme ich mir dann auch hier aus dem Deckelchen auf. Und was ihr dann macht, ist, dass ihr hier komplett unten drunter die Farbe auch auftragt. So, seht ihr das, wie die Augen da schon rausknallen? Also ich mag das ja, das ist ja echt der Oberhammer. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich mir ein Schwarz genommen habe. In meinem Fall ist das Schwarz aus der Sleek Storm Palette. Das kann aber auch jedes andere Schwarz sein. Also nehmt einfach jedes Dunkelblau, was ihr habt und jedes Schwarz, was ihr habt. Und dann wird es mit einem Blendepinsel, in meinem Fall ist das jetzt der Sigma SS224, hier aufgetragen in kreisenden Bewegungen. Und zwar ist es jetzt dafür da, um das Blaue zum einen ein bisschen zu dimensionalisieren und zum anderen zu verblenden. Weil wir hier noch eine relativ scharfe Kante haben. Das heißt,
Ihr fangt jetzt erst an, wenn ihr noch viel Lidschatten habt, das auf der Kante aufzutragen. Und wenn jetzt gleich weniger Produkt am Pinsel ist, dann könnt ihr das so langsam ausblenden. Also nehmt da auf jeden Fall super, super wenig. Ihr kommt mit diesem Schwarz echt lange, lange aus. Das ist super hochpigmentiert. So, und was ich jetzt mache, ist, ich nehme mir einen sauberen Blendepinsel. Also in diesem Fall ist das jetzt Blender Betty. Die, finde ich, kann man immer super dazu nehmen, um die Übergänge dann auszublenden. Und dann gehe ich jetzt nur über das Schwarz hier nochmal drüber, um jetzt diese Kante dann auszurauchen. Auszurauchen? Auszublenden? Ich sage immer ausrauchen, ich weiß auch nicht wieso. Je nachdem, wie weit ihr das Schwarz nach oben ziehen wollt, sieht es dann halt ein bisschen dramatischer aus oder nicht. Also ich denke, ich lasse es jetzt mal so. Bin da eigentlich ganz zufrieden mit. Und jetzt können wir noch einen Highlighter nehmen. So, dann hätten wir das gehighlightet. Jetzt nehmen wir noch einen schwarzen Kajal, in meinem Fall hier 24/7 Glide on Zero, kennt ihr alle schon. Und mache jetzt noch alles, was augenmäßig hier so ist, Kajal und so weiter, alles super, super schwarz. Unten. Als auch oben. Dann tuschen wir jetzt noch die Wimpern und dann zeige ich euch gleich noch, was ich mit dem Rest des Gesichts mache. So, ich habe jetzt noch Mascara drauf gemacht. Und bevor ihr euch wundert, was ich für eine super tolle Mascara habe, die mir solche Wimpern beschert, da muss ich euch natürlich enttäuschen. Ich habe mal ein paar der Wimpern aufgetragen, die ich mir in London auf der IMAX gekauft habe. Und zwar diese dunklen Mizi-Wimpern. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich fand, die passen jetzt einfach richtig super. Ist jetzt nicht richtig, Entschuldigung. Die passten einfach richtig super zu dem Look. Und ja, jetzt zeige ich euch noch, was ich auf die Lippen mache. Nein, nicht Ravishing. Ravishing wäre ein orangener Ton. Sondern selbstverständlich, wie sollte es anders sein bei so einem Augen-Make-up, ein nudefarbener Lippenstift. In meinem Fall ist das jetzt der Creme de Nude. Ihr könnt auch noch ein Gloss oder so drüber machen. Also ich habe es jetzt einfach so gelassen, weil ich das am spannendsten fand. Und ich habe auch ein relativ dezentes Rouge, also sowas Peachiges, ins Gesicht gemacht. Nicht wirklich viel. Also wahrscheinlich werdet ihr das in der Kamera gar nicht erkennen. Das ist so ein leichtes Schimmerrouge jetzt von MAC. Also es geht nur darum, die Wangen ein bisschen zu highlighten. Mehr soll das gar nicht sein. Ja, und so sieht der Look dann aus. Würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir mal schreibt, wie ihr euch gefällt und vielleicht auch mal nachschminkt und eine Videoantwort postet. Ciao, ciao, Coco.